So, da sind wir wieder. Kurz überlegen, was wollte ich machen? Okay. Wir haben es hier soweit. War hier schon immer keine Musik. Okay, hier war nur Donner. Okay. Jo, das Wappen zurücklegen und weiter geht's. Ich habe gerade die Aufnahme überprüft und gesehen, dass die Qualität etwas schlechter ist wie anfangs. Ich weiß nicht genau, warum das so ist, warum Fraps auf einmal deutlich mit schlechterer Qualität aufnimmt. Aber ich werde versuchen, das herauszufinden, das nächste Mal, also ein paar Parts später, wieder besser zu machen. Aber ich finde, es ist noch okay. Hauptsache synchron. Jo. Moment. Jetzt müssen wir den Schlüssel wieder mitnehmen. Und am besten den alten kleinen Schlüssel eventuell auch. Denn ich weiß nicht, was uns da hinten jetzt erwartet. Aber ich bin mir relativ sicher, dass der Schlüssel dann unbrauchbar wird. Und wir dann wieder einen Platz mehr haben. So, weiter geht's. Jo, also wie gesagt, dass die Aufnahme momentan etwas schlechter ist. Vielleicht ist sie jetzt auch wieder gut, ich bin mir nicht sicher. Aber dass sie zumindest schlecht war, ich werde das Problem versuchen herauszufinden, woran das liegt. Und in Zukunft dann hoffentlich vermeiden können. Es tut mir leid, Leute. Ärgert mich natürlich auch, klar. Ja, diese Tür betreten wir noch nicht. Die wird mir ein bisschen, ja, auf den Zahn fühlen. Da werde ich zum ersten Mal die Shotgun rausholen. So viel kann ich schon mal verraten. Was? Da erwartet uns was. Aber jetzt noch nicht. Jetzt müssen wir erstmal runter. Was war denn mit dieser Tür? Die führte die raus? Ah ne, die ist noch verschlossen. Helmsymbol. Okay. Hatten wir überhaupt jetzt schon mal eine Tür, wo man den Schwertschlüssel braucht? Oder habe ich da das falsch in Erinnerung mit dem Schwertschlüssel? Naja, egal. Vielleicht gibt es auch gar keinen Schwertschlüssel. Und wir haben halt dafür diese alten Schlüssel. Könnte ja sein. Liegt da was? Sah so aus. Oh, ich muss aufpassen. Ich will nicht wieder in den Zombie-Raum. Gut überlegen jetzt. Oh, hört ihr das? Ach, und ich habe das Kerosin nicht dabei. Das hilft nichts. Ich muss zurück. Sorry, Leute. Sorry, sorry, sorry. Die Sache ist die, da kommen Zombies durch das Fenster gebreddert. Und wenn ich die nicht dann sofort verbrenne, dann kommen sie wieder. Und das ist ein Flur. Ein Flur ist wichtig. Und ich will da keine schnellen Zombies machen müssen. Wie ihr wisst, kann ich auch die eine Tür nicht benutzen. Also für den Rückweg zumindest nicht, also muss ich wieder außen rum. Leider, leider. Es ist nervig, ich weiß. Naja, haben wir noch ein paar Minütchen mehr. Was soll's? Denk, denk, denk. Ja, ganz durchlaufen. Jojojo. Nein! Das war falsch, oder? Hä? Ach, das war. Nö, das passt doch, passt doch. Ist doch alles gut.
Ja, Problem ist dann halt wieder, dass ich keinen Platz mehr habe. Mann, Mann, Mann. So, wieder da. Und unser letztes... Was war das jetzt? So will ich das, genau. Ja, da ist es doch. Treibstoffkanister heißt es, genau genommen. So. Und zu den Zombies. Ich hoffe, es waren Zombies, nicht die schnelle Sorte. Wir werden sehen. Vielleicht waren es auch Hunde. Das wäre noch übler. Ich weiß es echt nicht mehr. So, aber jetzt. Runter mit uns. Und dadurch. Zum Hundeflur. So, mal schauen, was jetzt abgeht. So, den Hof müssen wir nicht. Hier war der böse Zombie-Raum, ne? War das? Ich glaub schon. Wir bleiben einfach hier stehen. Ach Gott, kommen da viele. Nach dem Motto, wenn wir einmal Munition haben, ne? Dann können wir es ja gleich ausnutzen. Ah, guck mal, da schlürft ja noch einer rum. Ich mache es lieber selbst. So. Mistratte. Wer ist jetzt noch? Ah ja. Lustig, lustig, Leute, lustig. Okay. Die liegen ja wunderschön aufeinander. Ob sich das so logisch verhält und ich Kerosin sparen kann? Mal gucken. Hm, das sieht so aus, oder? Sieht ziemlich verbrannt aus. Der natürlich noch nicht. Ja doch, das macht einen guten Eindruck. Ich werde jetzt das Kerosin nicht auffüllen. Normalerweise würde ich es tun, aber... Diesmal will ich mal weiterkommen hier. Jo. Hä? Okay. So, da kommen wir zu unserem Speicherraum. Von dieser Seite geht die Tür, ja. Aber da wollen wir nicht hin. Wir wollen eventuell da rein. Tür ist verschlossen. Das Wappen des Spencer.
Hä? Aber das ist nicht das Wappen, das wir vorhin gefunden haben, oder? Nee, da brauchen wir einen besonderen Schlüssel, denke ich. So, gehen wir da rein. Rüstungsschlüssel benutzt. Sie brauchen diesen Schlüssel nicht mehr. Ablegen, ja bitte. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, was erwartet uns denn hier? Ich glaube, ich weiß es. Yep. Der Titel lautet: Bringe das wahre Licht zu den drei Geistern. Das wahre Licht zu den drei Geistern. Okay. Das Bild eines Helden mit einem Armband. Es liegt hinter gelbem Glas. Da ist ein Schalter. Drücken? Nein. Merken wir uns mal, gelbes Glas, Armband. Das Bild eines Weißen mit einer Halskette. Liegt hinter rotem. Nö. Eine Heiligen deiner Krone liegt hinter gelb. Nö. Heiligen mit einer Krone. Hä? Schon wieder? Gelb. Ein Weißer mit einer Halskette. Ein Held mit einem Armband. Gelb. Nö. Ach, schau mal an. Lisa, geschützt von den drei Geistern. Das Bild einer Frau mit Armband, Halskette und Krone. Okay, da ist eine grüne Krone, lila Halsband und rot-orangenes, Okay, merken wir uns mal. Am Unterrand des Bildes ist ein Schalter. Nö, ja, klar. Drücken wir aber auch noch nicht. Okay, wir brauchen lila Halsketten, grüne Kronen. Gucken wir mal.